Während einer Projektwoche der weiterführenden Schule zu Wesen haben die Schülerinnen und Schüler 300 Jahre Liechtensteiner Oberland zum neuen Leben erweckt. Die Schülergruppe unterschiedlicher Alters haben gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Bereich Musik, Theater, Kunst, Bildhauerei, Tanz, Fotografie und Literatur 16 neue Geschichtsepochen der vergangenen 300 Jahre erarbeitet. Jede Epoche ist dabei durch eine historische Person vertreten und in der Zeit, in der sie gelebt hat, veranschaulicht. Im Kunstmuseum Liechtenstein ist er mit von Hobart Vernissage gewesen. Ja, für uns ist das eine Ehre und eine Freude, dass wir diese Ausstellung zeigen können. Wir versuchen ja immer wieder in unserem Ausstellungsprogramm auch immer wieder die Verbindung zu Liechtenstein herzustellen. Und dies ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, eine gute Gelegenheit, auch zu zeigen, wie Werke von ganz jungen Leuten, die auch in einem Kunstmuseum wirken können. Und wenn das ins Gespräch kommt mit der Kunst, die wir in den anderen Ausstellungen gleichzeitig im Museum zeigen, dann freue ich mich immer ganz besonders. Frau Bücher, wir sind jetzt da bei der Ausstellung im Kunstmuseum. Wie stolz sind Sie als Kuratorin? Ich bin schon stolz auf das Vorhaben, dass es gelungen ist, das Schulprojekt Ausstellung im Kunstmuseum zusammenzustellen. Ja. Wo ist denn da die Herausforderung dabei gewesen? Es ist zwar ein Projekt aus einem Thema, 300 Jahre Oberland, aber es sind 16 verschiedene Projekte, die von 16 verschiedenen Künstlern begleitet worden sind. Und es geht von Skulptur über Malerei, über Theater, Tanz und Hörspiel und alles Mögliche. Und das in eine stimmige Geschichte zu bringen, das war die Herausforderung für mich. Und wie hat der Besucher die Ausstellung gefallen? Sehr schön haben sie es gemacht, wirklich. Ja, eindrücklich. Ich finde das sehr interessant, bei der Eröffnung dürfen dabei zu sein und ich geniesse es richtig. Ich lasse alles auf mich wirken und ja, Gratulation, was da zustande gekommen ist. Gut. Alles gefällt mir gut. Ja. Habt ihr schon etwas gefunden, was euch ganz gut gefällt? Ja, das da hinten gefällt mir sehr gut. Die Lehmgestalter, das sehr schön gemacht. Ja, die Tabakblätter da hinten, die haben mich noch ganz fasziniert. Dort, wo ich selber mitgemacht habe.